Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute nehmen wir euch mit über unseren Tag. Maria ist gerade noch bei einem Freund und ich bin allein hier. Und sie kommt aber auch gleich. Es ist jetzt ungefähr 6 Uhr und ja, ich mache mich entspannt fertig. Das erste, was ich immer mache, ist erstmal unseren Coaching-Teilnehmern zu antworten. Und die Links dazu findet ihr übrigens in der Videobeschreibung, wenn ihr auch Interesse an einem Coaching mit uns habt. Erstmal fertig machen. Ich bin schon Sportklamotten, weil es geht später dann ins Gym nach dem Frühstück. Outfit of the Day von Broses. Frag mich nicht nach dem Namen, aber ist so eine kurze Hose. Bequemste Hose, Hotpants, die ich je getragen habe, weil die ist nicht zu hot, also sie ist nicht zu hoch und aber auch nicht zu lang. Also ich finde die Länge perfekt und die sitzt so perfekt. Also ich glaube, das ist die BFF Leggings. Es gibt die BFF Leggings auch in lang. Die ist auch sehr geil. Das ist die bequemste Leggings, die ich jemals getragen habe. Ja. Ich mache jetzt mal meinen Schlaftopf auf, weil ich schlafe immer mit Topf tatsächlich. Wie lang unsere Haare geworden sind. Also, ich finde das irgendwie krass, weil vor anderthalb Jahren haben die wirklich, da waren die so bis hier. Also, da waren die wirklich sehr, sehr kurz. Und ich bin sehr froh, dass jetzt wieder ein bisschen lang gewachsen sind. Jetzt haben wir viel weiße Graspulver zu verdanken. Also an dieser Stelle, Leute, holt euch Superfit oder Super Detox, da ist das mit drin. Hat zu viel geändert, das wächst so unkraut. Ich möchte diesmal mein Haar nochmal so richtig lang wachsen lassen. Also, keine Ahnung, so bis zum Po oder so, weil ich finde es bei manchen Frauen so schön. Ich möchte auch mal gucken, wie es bei mir aussieht. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann wieder abschneiden, aber erstmal genieße ich die Länge. Ja. Ich mache gleich noch Bobbypins in die Seiten rein und dann ist das mein Gym-Zopf und im Gym mache ich mir aber dann wahrscheinlich einen Dutt. Ja. So, Freunde, für uns steht jetzt auf dem Plan, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Stativ steht bereit, Softbox steht bereit, hier die Verkabelung zu dem Mikrofon und unsere Notizen stehen bereit. Heute geht es um, Maria, 10 Lebensmittel für die Recovery. Genau, also schaut unbedingt mal rein. Du siehst richtig kahl aus, ohne Wimpern. Danke. Ja, Maria hat heute mal schlechte Laune. Aber Leute, solche Tage gibt es halt auch mal. Und das ist jetzt unser Frühstück. Und zwar ist es einmal, also das Rezept findet ihr in der Videobeschreibung. Es besteht aus Haferflocken und einem Sojaproteinpulver. Und Erdnussbutter und etwas Schokolade. Und zwar das einmal das Proteinpulver und das ist die Erdnussbutter dazu. Richtig, richtig lecker, das ist so mit Karamell. Und Leute, dieses Proteinpulver, das ist so geil, das ist wie Milchreis. Also die Konsistenz ist wie Milchreis. Ihr seht das hier ein bisschen. Wenn ihr das normale Vegetable, Veggie Whey nehmt, dann ist es auch geil. Aber wenn ihr Milchreis mögt, dann nehmt euch das. Das ist richtig geil im Geschmack. Wir haben jetzt hier Vanille. Aber andere Sorten sind wahrscheinlich sehr lecker. Probiert es mal aus. Ich sitze jetzt gerade am Klavier, wie ihr seht. Und spiele das Klavier. Denn ich habe immer meine Noten hier. Und dann übe ich eigentlich fast jeden Tag Klavier. Meistens immer so eine Viertelstunde bis eine Stunde am Tag. Also ja, es schwankt immer mal. Je nachdem, ob ich entweder Noten und Takte und Akkorde und so weiter übe oder ob ich meine ganzen Klavierlieder, die ich über die Jahre gelernt habe, wiederhole. Das mache ich nämlich jede Woche und das nimmt halt immer Zeit in Anspruch und das mache ich. Oder ich improvisiere irgendwas und spiele irgendwas, worauf ich Lust habe. Viele Leute gefragt haben, ich spiele seit mittlerweile 13, 14 Jahren oder so Klavier und wir nehmen immer noch Klavierunterricht. Also einmal die Woche kommt die Klavierlehrerin zu uns oder wir gehen zu ihr und da haben wir sozusagen eine Stunde Unterricht. Also mittlerweile sind es noch alle 2 Wochen, aber auf jeden Fall haben wir den Unterricht noch. Thank you.
diesem Video. Für uns geht es gleich ins Gym, aber vorher wollen wir mal was probieren, und zwar Kombucha. Kombucha, genau, das allererste Mal. Ich wollte es immer mal testen. Ich bin sehr gespannt. Hat auch Koffein. Interessant. Ich finde, hat so einen leichten Malzbier-Geschmack, oder? Ich finde auch ein bisschen nach Essig. Wie Essigwürfel. Aber eigentlich nicht. Ja, ich finde es lecker. Also, ich finde Was findest du besser? Weil auf 3, auf 4, okay. 1, 2, 3, 4. Geil! Okay, gut. Essig! So sieht das immer bald aus, wenn wir uns einigen. Ich würde es mir schon mal kaufen, aber kann man mal probieren. Für uns ging es dann ins Oberkörpertraining, beziehungsweise haben wir einfach nur Brust, Trizeps, Schulter und Bauch trainiert. Irgendwie waren wir ziemlich müde auf dem Weg ins Fitnessstudio, denn eigentlich hatten wir vor, ein intensives Körpertraining zu absolvieren, aber wir haben uns dann doch im Fitnessstudio spontan dazu entschieden, dass wir doch lieber einfach ein entspannteres Oberkörpertraining durchziehen. Irgendwie sind wir aktuell wirklich sehr müde und die Motivation ist nicht so da. Also wir denken, wir brauchen bald mal einen Deload, das heißt eine leichte Trainingswoche. Und wir sind echt stolz, wenn man das mit früher vergleicht, dass wir viel mehr auf unseren Körper hören. Und der nächste Step wäre natürlich dann, ein Restday stattdessen einzulegen und sich nicht ins Training zu quälen. Am nächsten Tag war dann übrigens auch erstmal ein Restday. Zurück vom Gym, und für uns gibt es jetzt mit der ersten, wir haben ein bisschen Plan noch übrig. Machen uns noch andere Dinge. Erstmal entspannen irgendwie. Wir können gleich nochmal sagen, wie es gerade aktuell geht oder auch in Bezug zum Training. Aber erstmal Post-Workout mehr safe. Wir wollten uns jetzt nochmal persönlich bei euch melden und irgendwie, wir waren heute auf dem Weg ins Gym so unfassbar müde und Maria ist gerade in der Lutealphase und ich gerade in der Follikelphase. Also eigentlich müsste ich sehr energiegeladen sein und Maria eher bisschen schlapper eventuell. Es muss nicht zwingend so sein, es kann auch individuell sein. Aber irgendwie war es heute so, dass wir beide extrem kraftlos waren und so. Und das Training lief besser als gedacht, aber trotzdem war die Energie nicht so da. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn mein Training nicht so gut lief. Hauptsache man geht, und wenn es jetzt so schlimm ist, dass man gar nicht mehr gehen kann, dann geht man halt nicht. So, dann ist es okay. Wir haben dann auch spontan einfach entschieden, dass wir Oberkörper trainieren statt so ein intensives Kraftausdauertraining, weil wir einfach darauf viel mehr Lust hatten. Ja, jetzt werde ich ein bisschen was arbeiten, Podcast vorbereiten, noch einige Dinge erledigen, und Maria, die übt Klavier, wie ihr vielleicht schon hört. Wir sitzen jetzt gerade auf der Eingangstreppe und essen ein Eis und dann müssen wir Unkrautwache graben. Und können wir mal darüber reden, wie unfassbar underrated es ist, Gemüse und Obst im Garten angepflanzt zu haben. Wir waren letztens spazieren und haben so viele Äpfel und Birnen gesammelt. Aber so ein Garten macht natürlich auch Unkraut. Dementsprechend wurden wir dazu verpflichtet, Unkraut zu machen. Und zwar haben wir vorne so einen kleinen Teich, da haben wir etwas Unkraut gemacht, haben nebenbei Podcast gehört. Und Leute, wenn man Podcast hört, macht alles einfach viel mehr Spaß. Also wenn ihr irgendwelche doofen Sachen machen müsst, hört Podcast und es ist zehnmal besser. So, Freunde, wir sitzen im Auto und wir fahren jetzt beide zu unseren jeweiligen Partnern und werden den Abend mit unseren Partnern verbringen. Es ist 5:30 und wir werden uns dann morgen nochmal bei euch melden. Aber wir wollen den Abend immer die Kamera nicht mit dabei haben, sondern einfach die Zeit mit unseren Partnern genießen, zu dem wir auch, ihr wisst, unsere Partner aktuell nicht irgendwie im Internet zeigen. Dementsprechend, schreiben wir jetzt los. Und machen uns einen entspannten Abend. Am nächsten Tag waren wir übrigens noch bei Galeria Kaufhof und haben für Maria ein bisschen nach Geschirr geschaut und Inspiration gesammelt, denn Maria zieht ja bald um. Und davor waren wir übrigens ein Döner-Teller essen, denn wir haben ein Fearfood-Video gedreht. Der war richtig gut. Wir sind jetzt gerade in der City, es ist der nächste Tag, aber wir wollten das Video hier an dieser Stelle beenden. Wir haben gerade ein leckeres Eis gegessen. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.